Hallo? Scheiße. Aber was macht dir denn Spaß? Kochen? Party macht mir Spaß, aber es ist ja kein Beruf, seit ich hier mal die Wäsche auch wieder aufräumen. Wegschmeißen. Echt ganz cool. Woher soll ich denn jetzt das deine Liste herbekommen? Es tut mir leid. Also wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass wahrscheinlich so die Ausbildung eben nicht das Richtige für mich ist. Es halt auch einfach nicht mein Traumberuf ist. Aber was macht dir denn Spaß? Kochen? Backen? Nee. Das sind alles Dinge, eine Party macht mir Spaß, aber es ist ja kein Beruf. Ich arbeite bei Giuseppes Pizza und bin dafür eingestellt worden, um mit dem Fahrrad Essen auszuliefern. Und das mache ich jetzt. Hallo? Ich habe hier eine Pasta-Lieferung für Heberl. Hallo? Scheiße. In Mexiko bin ich scheinbar drüber gestolpert. Kann ich Ihnen... Ich komme nicht mehr hoch. Ja klar, ich kann Ihnen hochhelfen. Also Ihnen geht's gut. Ja. Oh Gott. Danke, danke. Gerne. Jetzt kriege ich auch noch Essen serviert. Ja. Wann haben wir denn schon als Rentnerin? Soll ich hier mal die Wäsche auch wieder aufräumen? Das ist aber das brauchen Sie nicht aufräumen. Hauen Sie es rein und... Wegschmeißen? Ja. Aber da sind doch noch schöne Sachen dabei. Ja, aber ich räume gerade meine Schränke aus, die sind vollgestopft. Second-Hand-Läden könnte man das theoretisch noch verkaufen. Ich meine, das sind ja auch irgendwie ganz schöne Sachen. Das schmeckt dir. Ja, probier's doch an. Das ist echt schön. Ja, ich kann es mal anprobieren. Frau Heberl, sind Sie bereit für das erste Outfit? Ja, freilich. Ja, ist das für mich gut. Das ja, ist doch so echt ganz cool. Schön. Das darfst du nicht weiterverkaufen. Das muss ich halten. Das Oktoberfest. Ja, also ich finde es auch. Es ist vor allem sehr bequem. Und der Stoff, der fühlt sich richtig hochwertig an. Ja. Ich habe getanzt. Musst du vorstellen, ich auf der Bühne, nicht nur auf der Bauernbühne, auf der großen Bühne habe ich getanzt. Ja. Oh, ja. Und Sie können auch die Hüften richtig schwingen. Ja, ich glaube, wir müssen zusammen tanzen. Und jetzt macht man Chili. Leute, wir haben jetzt beide unsere Outfits gewechselt. Ich sehe jetzt so aus, habe einen coolen Mantel. Und Frau Heberl sieht auch richtig fresh aus. Mit Löchern. Mit Löchern in der Hose. Ich freue mich, dass du meine Sachen so machst. Ich freue mich, danke, dass ich die Sachen mitnehmen darf. Ich müsste nur jetzt langsam weiter. Komm gern wieder, weil ich räume noch mehr aus. Und sehr gerne. Was du findest, das darfst du alles mitnehmen. Auf jeden Fall. Alles Liebe. Ja, ich bin gerade irgendwie momentan so ein bisschen am Suchen, was so meine Leidenschaft sein könnte. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich da so ein bisschen inspirieren könntet. Okay, ja, tschüss. Mir ist gerade eine Stylistin abgesprungen. Woher soll ich denn jetzt eine Stylistin herbekommen? Du kennst doch bestimmt da irgendjemanden. Dich? Warte, dich? Na klar! Ich kann... Doch! Du hast ein Händchen für Mode, du weißt, was mir gefällt, du bist meine beste Freundin, na klar! Leute, das kann was werden. Meine Güte! Ihr seht echt gut aus! Wow! Zeig mal her! Die Auftraggeberin hat mich gerade angerufen. Ich hatte ihr ein paar Fotos geschickt. Und? Geil, oder? Wie war's? Sie will vorbeikommen, was eigentlich nie ein gutes Zeichen ist, weil sie lässt jetzt alles stehen und liegen. Es tut mir leid. War nicht so geplant und ist die Stylistin abgesprungen. Und von dir begeistert. Begeistert? Begeistert. Du bist die Beste. Du hast es geschafft! Du hast ein Händchen dafür! Ich hab's dir gesagt! Ja, und dann war die Agenturchefin, sie war mega begeistert von den Sachen, die ich halt irgendwie hingebracht habe. Und ich war einfach nur erleichtert. Vielleicht sollte ich echt was mit Mode machen. Mach das. Ja? Ich find's cool. In diesem Video seht ihr das Best-of meiner Versuche, den richtigen Job für mich zu finden. Ein Fail nach dem anderen. Bei Parshad seht ihr richtig lustige Bürosketche. Klickt euch da einfach mal rein. Und nicht vergessen, abonnieren.